Servus, ich bin der Vami Aslani, arbeite beim Pleidra als Industriemechaniker für Produktionstechnik, bin 16 Jahre alt und bin im ersten Lehrjahr. Ich bin der Fabian, bin 15 Jahre alt, bin im ersten Lehrjahr als Industriemechaniker für Produktionstechnik. Also ich bin der Neumann Moritz, komme von Postbau Heng, bin 18 Jahre alt, lerne Industriemechaniker für Produktionstechnik, bin im zweiten Lehrjahr. Ja, ich bin der Moritz, ich bin 17 Jahre alt. Ich arbeite beim Pleidra als Industriemechaniker für Instandhaltung im ersten Lehrjahr. Hallo, ich bin die Anna, ich bin 17 Jahre alt, mache Betriebselektronikerin und bin im zweiten Lehrjahr. Hallo, ich bin Justin Dennis Hartley, bin 17 Jahre alt, lerne bei Pleidra Maschinenanlagenführer. Ich habe bei Pleidra ein Praktikum gemacht und das hat mir sehr gefallen und ich wollte nicht unbedingt ins Büro und dann habe ich mich für Pleidra entschieden. Also ich arbeite von 6 bis 14.30 Uhr. Pause haben wir, beziehungsweise Brotzeit, um 9 Uhr bis 9.30 Uhr und Mittag von 12 Uhr bis 12.30 Uhr. Es kommt an, in welcher Abteilung man immer eingesetzt ist. Also es gibt zum Beispiel Abteilungen, da darf man ab 18 drei Schichten arbeiten, Früh-, Spät- und Nachtschicht. Ich bin gerade im Labor und da arbeitet man von 7 Uhr bis 15.30 Uhr und Donnerstag und Freitag immer von 7 bis 14.30 Uhr. Wir haben 38 Stunden in der Woche, also 7,5 Stunden am Tag. Metallbearbeitung zum Beispiel, Fräsen, Drehen, Bohren. Ist aber auch spartenübergreifend, Kunststoffbearbeitung und ja. So, jetzt zeigen wir euch mal schnell, was unsere technischen Azubis so machen. Komm mit! Ja, als erstes hier der Walmir. Kannst du uns kurz sagen, was du gerade machst? Ja, ich lackiere gerade die Hilfsvorrichtungen. Die werden alle in Fahnenmasten eingebaut. Darauf wird die Flagge halt drauf gemacht und hochgezogen. Alles klar. Gehen wir noch schnell zum Fabi. Hi Fabian, was arbeitest du gerade? Ich säge gerade mit der Bandsäge Teil für unsere Schweißvorrichtung und genau. So, dann schauen wir noch schnell zum Moritz. Der sollte gerade fräsen. Hi, kannst du uns kurz erklären, was du machst? Ja, ich bin gerade an der Fräsmaschine und ich fräse gerade einfach Nut für die Hilfsvorrichtung. Cool. Im Labor prüft man halt die Spanplatten und ja, da gibt es viele Aufgaben. Platten zusammenschneiden, mal Gasanalyse und so machen und sowas, ja. Ich bin schon im Werk und bin an einer Bündelmaschine. Wir sind für die Instandhaltung im Werk zuständig und reparieren die kaputten Teile und tun auch ab und zu was Neues installieren. Meine Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Und ich lerne 3,5 Jahre, genau. Wir haben Blockschule. Das erste Jahr ist bei uns in Neumarkt. Das ist dieses Grundausbildungsjahr. Und dann gehen wir auf Regensburg in Blockschule. Also ich bin jetzt über einen ganzen Ausbildungszeitraum in der Berufsschule in Neumarkt. Hab da jeden Dienstag Schule und jeden zweiten Mittwoch. Wenn euch der kleine Einblick gefallen hat und ihr mehr über die Ausbildungsberufe erfahren wollt, erkundigt euch einfach auf der Homepage oder macht ein Praktikum bei uns. Bleibt gesund und immer schön Abstand halten.